Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit, es ist Freitag und damit gibt es wieder ein paar Top-News für Sie. Ich habe heute wieder zwei ganz heiße Dinger, möglicherweise heiße Dinger. Die erste Story geht um Habeck und die Abschaltung der Atomkraftwerke und die zweite hat mit dem abgesagten politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach zu tun und was da so herum passierte, denn Sie haben vielleicht mitbekommen, da ging eine Scheibe zu Bruch. Zum Schluss habe ich noch was Interessantes zum Gold für Sie. Fangen wir an mit Schilda, denn das führt uns direkt zur ersten Granatennachricht. Die EU-Kommission senkt Wachstumsprognose für 2024 deutlich, Deutschland Schlusslicht. Die EU-Kommission hat ihre Wachstumserwartung für 2024 deutlich gesenkt. Nach der am Donnerstag vorgestellten Winterwirtschaftsprognose rechnet Brüssel in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0,8% im Euroraum und 0,9% in der EU. Das sind jeweils 0,4 Prozentpunkte weniger als vor 3 Monaten. Deutschland sieht die EU-Kommission mit 0,3% nur noch leicht im Plus. Damit dürfte die Wirtschaft so langsam wachsen wie in keinem anderen Euroland. Demzufolge ist es logischerweise kein Wunder, dass immer mehr Unternehmer das Handtuch werfen. Markus Miehle hat recht, diese Regierung fährt das Land gegen die Wand. Der Familienunternehmer Markus Miehle verlagert einen Teil seiner Produktion nach Polen und macht für diese Entscheidung vor allem die Politik verantwortlich. Niemand widerspricht ihm, weil allen klar ist, die Ampelregierung hat den Industriestandort Deutschland schwer beschädigt. Miele ist kein Schwärmer, aber er sagt, der günstige Strom und eine überschaubare polnische Bürokratie haben den Ausschlag gegeben. Und Energie ist sicherlich ein ganz wesentlicher Knackpunkt dabei. Dazu kommen wir noch. Aber nicht nur bei uns strauchelt es, sondern auch woanders. Hier eine üble Überraschung aus den USA und ebenfalls aus Japan. Nachdem die Einzelhandelsumsätze im November und Dezember unerwartet in die Höhe geschnellt waren, wurde für Januar ein Rückgang von nur 0,2% erwartet. Aber die Bank of America hat mit dem starken Rückgang von 0,8% im Monatsvergleich wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Japans Wirtschaft ist unerwartet in die Rezession gerutscht, nachdem sie im zweiten Quartal aufgrund der schwachen Inlandsnachfrage geschrumpft war, was einige Beobachter der Zentralbank dazu veranlasste, ihre Wetten auf ein Ende der Negativzinspolitik des Landes zu verschieben. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte in den letzten 3 Monaten des vergangenen Jahres mit einer Jahresrate von 0,4%, nachdem es im vorangegangenen Quartal um 3,3% zurückgegangen war, wie das Kabinettsbüro am Donnerstag mitteilte. Also das Ende der Fiat-Währungen kommt immer weiter in Sicht, also werden digitale Zentralbankenwährungen immer weiter propagiert. Hier ein Linkhinweis für Sie. Digitaler Euro, Überwachung, Kontenstilllegung und Ablehnung unerwünschter Zahlungen. Link in der Beschreibung. Und damit zum ersten ganz dicken Bolzen für heute. Die Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke und was da im Hintergrund möglicherweise ablief. Vor Gericht wird klar, wie Robert Habeck die Zukunft der deutschen Wirtschaft verzockt hat. Vor dem Verwaltungsgericht Berlin-Moabit spielte sich dieser Tage ein Drama ab, das viel über die Energiewende und noch mehr über den Zustand der Grünen Partei verrät. Der Cicero hatte das Ministerium auf Herausgabe von Akten verklagt, aus denen hervorgeht, wie es zur Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke kam. Vor 2 Jahren hatte die Redaktion einen entsprechenden Antrag gestellt, doch das Ministerium verweigerte seitdem die Herausgabe. Der Inhalt sei geheim, hieß es. Nach 2 mündlichen Verhandlungen hat das Verwaltungsgericht Berlin in dieser Woche sein Urteil verkündet, das allerdings noch nicht rechtskräftig ist. Die Verweigerung der Akteneinsicht sei rechtswidrig. Der Kläger hat Anspruch auf die Einsicht in die nicht offengelegten Unterlagen. Man muss als Verwaltung schon sehr gute Gründe haben, um die Auskunft zu verweigern. Diese guten Gründe sind, wenn man Habecks Leuten glauben darf, die Sorge um die nationale Sicherheit. Und jetzt die Schlüsselpassage. Es sei nicht auszuschließen, dass Deutschland wieder in eine Energiekrise schlittere. Da ja die Kernkraftwerke nicht mehr am Netz seien, trugen die Beamten vor. Deshalb dürfe kein Wort der internen Beratungen nach außen dringen, um bei einer erneuten Notlage das Vertrauen der anderen europäischen Staaten nicht zu schwächen. Da musste sogar der Richter lachen. Die Redaktion vermutet, dass die Ministeriumsspitze die Dokumente nicht herausrücken wollte, weil dann herauskäme, dass es auch im Ministerium erhebliche Bedenken gegen die Abschaltung gab. Und damit gucken wir mal, was der Cicero direkt schrieb. Wir haben unseren Prozess gegen Habeck gewonnen. Mit allen Tricks hat sich das Wirtschaftsministerium dagegen gewehrt und seine Akten zur verhinderten Kernkraftlaufzeitverlängerung zu zeigen. Nun hat das Verwaltungsgericht geurteilt, diese Geheimhaltung ist rechtswidrig. Weiter unten im Text, die Unterlagen beziehen sich auf einen abgeschlossenen Beratungsprozess, schreibt er.
also Richter Beevs, in seinem Urteil. Ihr Gegenstand ist die Entscheidung der Bundesregierung, einzelne Kernkraftwerke zur Gewährleistung der infolge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine gefährdeten Energieversorgungssicherheit in einem Reservebetrieb bzw. befristeten Streckbetrieb weiterzubetreiben. Die bislang geheim gehaltenen Unterlagen müssen uns übermittelt werden, sobald das Urteil rechtskräftig wird. Also was genau drinsteht, wissen wir noch nicht, aber die Akten müssen herausgegeben werden. Und gleich komme ich zum zweiten dicken Bolzen. Zunächst aber vielen Dank unserem Videosponsor Fortuna Silver. Sie haben gesehen, es geht überall abwärts. Schulden werden heute Sondervermögen genannt. Es ist also absehbar, dass hier das Finanzwesen crashen wird. Damit rücken Gold und Silber in den Fokus und natürlich auch gute Aktien, die diese Metalle aus dem Boden holen. Fortuna, operativer Cashflow im dritten Quartal über 106 Millionen Dollar. Damit zum Biberach-Krimi. Was war passiert? Vor der Stadthalle versammelten sich einige hundert protestierende Bauern. Es kam zu Tumulten. Wie im beigefügten Video sichtbar ist, hier unten auf der Webseite, setzte die Polizei Pfefferspray gegen die Demonstranten ein. Auf diesem Videoausschnitt ist nicht zu erkennen, dass von den Personen, gegen die das Pfefferspray eingesetzt wurde, in irgendeiner Form Gewalt ausging. Die Eskalation, so sieht es jedenfalls aus, lag scheinbar auf der Seite der Ordnungshüter. Erst danach flogen wohl auch Steine gegen die Limousinen der Prominenz, wie uns ein Augenzeuge berichtet. Das mit den Steinen wird noch ganz spannend und vor allem dieser Pfefferspray-Einsatz. Stadtzeitung schreibt hier weiter: Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin für Heidelberg und Mitglied des Bundestages von Bündnis 90 Grüne, twitterte sinngemäß: Gemeinsam mit vielen Freunden wollten wir heute nach Biberach kommen, eingeschlagene Autoscheiben. Kriminelle und Gewaltbereite haben dafür gesorgt, dass wir die Veranstaltung abbrechen mussten. Für diese Art von Protest darf es keine Toleranz geben, wohl aber rechtsstaatliche Konsequenzen. Was schrieb die Bild-Zeitung noch dazu? Wollte der Wutmob Özdemir treffen? Hier sehen Sie das Auto mit der kaputten Scheibe. Wir kommen da gleich drauf. Landwirtschaftsminister Özdemir war als Sprecher angekündigt. Seine erwartete Ankunft heizte die Stimmung weiter auf. Ein Fahrzeug mit abgedunkelten Scheiben machte sich auf den Weg. Einige Demonstranten hielten es womöglich für das Fahrzeug des Ministers oder zumindest ein Begleitfahrzeug. Dann flog ein Gegenstand, traf das Auto. Eine Seitenscheibe ging zu Bruch. Der Minister war zum Zeitpunkt der Attacke auf das Fahrzeug nicht vor Ort an der Stadthalle und trat aufgrund der Sicherheitslage schließlich an anderer Stelle in Biberach auf. Auf Twitter schreibt Özdemir ganz klar: Ich weiche nicht. Er macht deutlich, das sind nicht die Bauern oder die Landwirtschaft. Und nun wird's spannend, denn es gibt ein Video und das schauen wir uns jetzt mal an. Sie sehen hier den Einsatz des Pfeffersprays gegen die Bauern und was danach passiert. Unmittelbar danach geht ein Polizist am Auto weiter dahinter. Diesen entscheidenden Abschnitt schauen wir uns noch mal ganz langsam an. Falls ein Stein geworfen wurde, müsste der von rechts kommen. Man sieht aber keinen Stein hier fliegen. Es kann natürlich alles ein Zufall sein oder man hat den Stein hier wirklich nicht gesehen, aber nachdem der Polizist am Auto vorbei war, ist die Scheibe kaputt. Letztes Thema für heute: Goldwährung in Simbabwe. Simbabwe will goldgedeckte Währung einführen. Die Regierung Simbabwes hat am Montag angekündigt, eine goldgedeckte Währung einführen zu wollen, um den fast wertlosen Dollar des Landes zu ersetzen, den die meisten Unternehmen meiden und stattdessen den US-Dollar oder den südafrikanischen Rand bevorzugen. Der Minister für Finanzen und wirtschaftliche Entwicklung in Kube erklärte Reportern in einer Online-Pressekonferenz, dass Simbabwe diesen Schritt unternehme, um nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. In Wirklichkeit geht es um die Stabilität der Währung, sagte in Kube. Über die Jahre hat sich gezeigt, dass der US-Dollar die vorherrschende Währung ist. Wann Simbabwe die goldgedeckte Währung einführen wird, ließ er offen. Sie können sich vielleicht erinnern, vor einer Weile wurde ja schon eine simbabwische Goldmünze eingeführt. Das Zitat noch für heute. Das waren die Top News für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes, warmes Wochenende und vielleicht frische Luft am Montag. Bis nächste Woche. Tschüss.